Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde The Witcher 3. Ah, wir hatten hier in dem Raum aufgehört das letzte Mal. Das ist, wenn ich das richtig sehe, das, wo Ciri wohl genächtigt hatte. Und ich sagte, wir untersuchen nochmal ein paar Sachen und dann geht's direkt weiter zur Hütte des Weidelers. Das ist ein Kreisel. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Ach, ist sogar eine eigene Quest. Ach, wie praktisch. Habe ich hier noch? Die müssen Ciri gehört haben. Ja, die, das offenbar sieht so hatte aus. Sie es eilig zu verschwinden. Ja. Buch. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf Gut. Entschuldigung. Kulturminister des Königreichs Temerien. Vysima, 1265. Wer da meint, dass ich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Das war doch das Problem bei der Reuseninsel, oder? Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vysima. Oh. Wir sollen aber einmal in der Küche mit Gretka reden. No. Ist die Richtung geradeaus rüber? Kann ich hier looten? Hier. Schwalbe. Schwalbe. Dornengestrüpp. Bin gleich bei dir, Gretka. So, guten Tag. Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Was hat Ciri noch gesagt? Ja. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Welchem Freund? Ciri wollte einem Freund helfen. Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund. Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Okay. Erkennst du das? Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Weißt du denn wohin? Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Achso. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Leb wohl. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Ich helfe. Während du da auf dem Boden rumhockst? Mit dem Kreisel, den ich dir gerade gegeben habe? Kann ich dich anzünden? Tötest du die Monster? Alle? Ob ich hier jetzt Angst gemacht habe? Der böse Hexer hat gehext. So.
Wir machen Weidler. Oh. Auf die Quest habe ich mich jetzt schon ein bisschen gefreut. Moin, Jungs. Entlädungszeit, was? Oh. Was faselst du da? Ich hab gar nichts gesagt, Mann. Entschuldigung. Erstmal pöbeln. Schon eine beschissene Stunde zugange. Der muss ja ein dickes Eis. So, ich glaube, das tut nicht Not. Was machst du da? Jungs, rennst du das durch? Ob wir mal losziehen und uns die Bestie vorstellen? Hängt hier eine neue Quest dran? Tatsache, zwei neue. Warte mal. Die starken, geschmeidigen Hände meiner Tochter haben schon vielen geholfen, die von Hexenschuss oder anderen Schmerzen im Rücken geplagt wurden. Sie kamen in Not und gingen erleichtert. Wer von der harten Feldarbeit krumm wie ein überlasteter Ochs sich kühlt, der komme zu unserer Hütte und lasse sich helfen. PS, verschwendet nicht eure und unsere Zeit mit lüsternem Begehr. Wow, und hat geworfen, ja, Dachreparaturen. Ja, ja, ich nehme die Kleine jetzt hier trotzdem einfach mal mit. Pferderennen. Wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir, ich erkläre alles weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. Wie freundlich. Ah, guck mal. Quint, neue Spieler gesucht. Die Gauner, eine Gewinnspielergemeinschaft in Krähenfeld, sucht neue Mitglieder und Gegner. Erfahrung gewünscht, doch auch Neulinge sind willkommen. Denen bringen wir alles bei, was sie in den Übungspartien an Geld verlieren, kriegen sie allerdings nicht wieder. Nett. Weitere Informationen gibt es bei dem Vorsitzenden Philipp Strenger, bekannt als blutiger Baron. Aber wir machen erst der Weidler. Faustkämpfe. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied Sten Fischfresser, Jonas und den Feldwebel. Keine schlechte Idee. Ja, tolle Möpse. Du da, Weißer. Glaubst du etwa, deine zwei Schwerter können es mit 40 aufnehmen? Ja, locker. Spinnst du? Habe ich das auch mit Quint, neue Spieler? Habe ich die jetzt hier? Quint. Ah, so eine Quest um ihn. Witzig, das Pferderennen war auch eine Quest. Ah. Also wir haben einiges an Quests zu tun, worum wir uns definitiv noch mal kümmern werden. Aber jetzt machen wir einmal Weidler. Also besuchen wir den Weidler. Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Verbote sind mir schlimm. Wir müssen die Pferde tränken. Ich muss mir gerade einen Schnellreisepunkt suchen. Ich hätte es vielleicht auch einfach auf der Map nachher gucken können. Aber ich schätze, sie wird auch beginnen auftauchen. Da. Ich glaube, da gibt es zum Weidler hin gibt es Schnellreisebuchs, die näher sind. Beziehungsweise sind da neue Fragezeichen aufgeploppt? Das wäre frech. Ja, gut, da gibt es jetzt einen Schnellreisepunkt hin, aber. Das. Da laufe ich lieber. Das ist doch. Die Strecke ist doch recht kurz. Oh. Plätze. Los, Bell. Los. Du kannst nämlich galoppieren. Da sind wir auch schnell da. Ah, witzig. Ich krieg sogar die also Tropfen. Also schön. Wer will noch teilnehmen? War das da gerade das Rennen? Bin ich am Rennen vorbeigelaufen? Verdammt nochmal. Das hätte ich ja gern mitgenommen. Ja, ich sagte, wir machen das mit Weidler, also machen wir das jetzt. Schon gehört? Ja. Sie haben Margarete im Wald gefunden. Ah! Was ist da los? Was ist da los? Hä?
Was ist hier los? Also das Spiel läuft tatsächlich noch. Aber irgendwie ist es auf einen anderen Bildschirm rüber geswitcht. Moment. So. Gut. Ich bin gerade echt beeindruckt. Normalerweise spielen Spiele ab, wenn so ein Scheiß passiert. Irgendwie. Also wirklich. Gründen hat sich mein HDMI-Kabel verabschiedet. Ich habe jetzt das HDMI-Kabel getauscht. Und zack, habe ich wieder Bild. Und das Spiel ist dabei nicht abgestürzt. Bei vielen anderen Spielen wäre das mit Sicherheit passiert. Da bin ich mir echt sicher. So. Den Dreckskerl kriegen wir dran. Hä? Was hat er denn getan? Was gibt's, Grauer? Schwör ab, du Monster! Er stinkt wie eine Nilfgabel. Okay. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Ja. Ach komm. Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Wirklich? Oh ja. Okay. Na dann los. Ich mag das. Ich fühle mich wie ein Jedi. Pferde tränken. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrix Freunde so aufgebracht hat. Aber wohin? Oh, Prinzessin ist nicht mehr da. Ja, gut. Das habe ich irgendwie kommen sehen. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Sympathisch, redet von sich selbst in dritter Person. Das würde dem Koyampel bestimmt auch gefallen, wenn er von sich so reden würde. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm das gefallen würde. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Okay. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen? Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Okay. Du hast das Amulett angefertigt. Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du wohin? Nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weißer. Ohne die Ziege. Unmöglich, nicht ohne die Ziege. Na komm. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin, wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke! Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile.
Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Ja? Hat er sogar schon, ne? So, jetzt muss ich mal ganz spannend sagen, es ist glaube ich schon über ein Jahr her, wenn ich vielleicht sogar zwei Jahre gespielt habe. Diese Quest, ich mochte sie. Lass mich mal ganz kurz gucken, ohne Hexersinne. Ich meine, ich habe nämlich eine grobe Ahnung, wo sie ist. Okay, das sind Wölfe. Unterwölfe, oder? Oh, man hört die Ziege auch. Ah, ich hab's gerichtet. Okay, das neue Schwert, das fetzt. Okay. Hier entlang, glaube ich. Ah. Ja, das ist doch an der Höhle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie an einer Höhle ist. Und ich werde da wohl eine Höhle finden. Oh. Ach, da bist du. Komm her, Ziege. Komm her, Prinzessin. Rufe, Hörner. Hätte wissen sollen, dass sie stur ist. Na schön. Mal die Glocke versuchen. Na los, muss ich wirklich wir zum diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Ich find's einfach total geil, so ein Ziegen-Eskorte wirst du sein. Hey, hey, hey. Wo zur Hölle bist du hin? Hör auf damit! Ah, hier ist die Höhle. Bär, lauf doch, du beknacktes Huhn. Wow. Okay, wir sind vielleicht schon ein bisschen stark. Aber jetzt will ich aus Prinzip hier auch reingucken, ne? Immerhin ist das hier eine Höhle. Ein bisschen dunkel hier. Aha. Runstein. Prüfe. Dann einmal rum. Schema meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert. Okay. Verwesenes Fleisch. Oh ja. Ja gut. Ja, Prinzessin, ich bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Eure Hoheit. Oh, was sieht denn da noch rum? Die Arme ist ein bisschen tot. Naja. Leichen liegen hier irgendwie überall rum. Mitkommen. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Prinzessin, kommst du? Ah, meine Verstärkung für Schwert ist auch noch aktiv. Eine Plötze bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. Okay. Jetzt hat sie sich da eben an den Baum festgenagelt. Hier, ich hab deine Ziege. Nirgendwo zu finden. Nirgendwo zu finden. Nicht mal ein weißer Wolf kann eine Ziege ersetzen. Prinzessin, aha. Auf dem Weidenland nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Hui. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein.
Hilfst du mir jetzt? Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf hilft dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen! Gut, bin gleich zurück. Reicht das? Wahrscheinlich gleich nicht mehr lebend. Das Kind lebt, obwohl es tot ist. Hä? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Wer weißt du das denn? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht? Soll er mir sein Blut bringen? Blut findet immer verwandtes Blut. Wie kann ich den Fluch aufheben? Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Alter, tief, wie schlitzt ihn auf, oder wozu wie? Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh, dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Aha.
Okay. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Okay. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Das heißt, wir fragen mal freundlich nach. Sprich mit dem Baron. Warte, wisst ihr, wo man fährt, ne? Wollte ich doch gar nicht rufen. Plätze? Ich wollte ein paar Hasen. Ich würde mal sagen, das Gespräch mit dem Baron sucht mir noch kurz. So, du folgst dem Weg. Okay. Da war ja was. Macht's etwas einfacher. Das ist nicht der richtige Weg. Doch. Ein Blitzeinschlag? Jetzt hat doch gleich gewittert. Zumindest habe ich nichts mitbekommen. Oh, warte. Ist der Eingang hier? Wupp. Okay. Warte, das... Gab's von euch nicht diese blauen und grünen Mutagene? Hat der mich auch noch getroffen? Frech. Oh, ich konnte doch Mini-Mutagene farmen, oder? Ja, blau. Oh, der natürlich nicht. Blau. Grün hatte die auch, oder? Ja. Nicht, dass ich da jetzt eine Sammlung von machen möchte, aber ich finde es eigentlich ganz praktisch, sowas mal da zu haben. Man weiß ja nie. Oh, dann gehen wir jetzt mal zu Fuß darüber. Weil das sieht ja irgendwie... nicht so geil aus. Gut, da vorne ist eine Brücke, die noch funktioniert. Wir schauen mal. Ich glaube, das ist nämlich so auch der Moment, wo ich auch früher nicht weitergespielt hatte. Ich habe mich dann auch nach Prinzessin mit irgendwelchen Obszönitäten aufgehalten und dann irgendwann nicht mehr weitergespielt gehabt. Hey! Leute! Die Boot brennt! Sehe ich! Und wahrscheinlich riecht ihr es auch. Melitele, beschütze uns. Es brennt! Okay. Feuer! Ist hier Loot nachgewachsen? Nee, ne? Wollte ich nur mal kurz schauen. Nur zur Sicherheit. Dreht der versoffene Couch mal wieder durch? Und los, ruhig den Stall im Brand. Oh, Katzin, die nächste. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Ich versuch's. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Was sagst du jetzt? Wenn ich wieder mal mit dir trinken will, gehst du dann wieder so? Nein! Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Wo muss ich denn hin? Achso, ist hier oben nur Loot gewesen? Okay. Wo geht's rein? Hier. Verdammt, rührt sich nicht. Wohl von innen verriegelt. Ich brauche einen anderen Eingang. Verdammt, rührt sich nicht. Wohl von innen verriegelt.
Ich brauche einen anderen Eingang. Okay, also doch oben lang. Doch hoch. Ah, vielleicht hätte ich oben mit der Druckwelle durchkommen können. Moment. Oder auch hier? Art ist das, ne? Nein. Also hier nicht. Mr. Geralt, beeilen Sie sich bitte. Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Und wie? Scheiße! Muss aber das Tor aufmachen. Hä? Ah. Guck mal, Pferde schon mal gerettet. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Oh. Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Warte nur, ich zermalme dich. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Oh. Was eine hübsche Keilerei. Und seine Wachen interessiert es einfach einen Scheiß, weil sie Angst haben vom Baron. Und ich bin auch so dumm und lass mich ständig von ihm treffen. Wollte ich dich irgendwie treten? Fünf Kronen auf den Hexer! Was eine hübsche Keilerei! Hey, das war jetzt ein bisschen knapp. Passt schon. Jo! Wir müssen reden. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst. Aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Ja. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Hm. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es wehtut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Säufer, der seine Frau verprügelt, macht jetzt nicht unbedingt einen besseren Eindruck. Aber egal, das kann ja nur meine persönliche Meinung sein.
Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Aha. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. Und hat deine Tochter das gesehen? War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Scheiße. Das treibt denn dann wahrscheinlich zum Saufen. Ich habe schon viele Tote gesehen, aber das muss hart gewesen sein. Oh ja. Meine Beine gaben nach. Und ich habe Leichenfelder in Sodden und brennende Hexen in Maribor gesehen. Doch verglichen damit war das alles ein Hasenpimmel neben einer riesigen Eiche. Und allein ich bin schuld. Das wissen wir noch nicht. Das Amulett, das Anna trug, könnte eine Rolle spielen. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? In ein sauberes Laken gewickelt und vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ich fühle mit dir, wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Eine verfluchte Kreatur, die sich stärkt, indem sie Schwangere tötet. Ist sie stark genug, greift sie die an, die sie verachtet haben. Aber woher weiß sie das?
Blutsbande. Das sind starke Bindungen. Durch sie werde ich deine Familie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Nicht so schön. Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Ich will das auch nicht. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Oh. Okay. Das machen wir beim nächsten Mal. Der Kojampel wünscht, die Folge zu wechseln. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.